Hallöchen, ich lese noch. Das ist der Titel von diesem Video, denn ich lese noch und ich wollte mich mal wieder zurückmelden. Keine Ahnung, wie oft ich mich jetzt schon verabschiedet habe und wieder zurückgemeldet habe. Ich bin wieder da, denke ich, hoffe ich. Ich habe zumindest wieder richtig Lust, Videos zu drehen, viele Bücher zu lesen, zu entdecken und mich mit euch auszutauschen. Das ist ja das Größte dran, ja, der Profit an YouTube, wenn ich hier ein bisschen sitze und quatsche und ihr könnt gerne dann eben mit mir darüber diskutieren. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr in Zukunft mit dabei seid und möchte euch an dieser Stelle nur ganz kurz zwei Sachen zeigen, beziehungsweise zuerst ein frohes neues Jahr wünschen mit vor allem ganz viel Gesundheit, ganz viel Glück, ganz viel tollen Erlebnissen. Ich hoffe, euer 2020 war ertragbar, war vielleicht sogar schön in manchen Dingen und ihr könnt auch dankbar sein für den einen oder anderen Moment. Und ich hoffe für uns alle, 2021 wird ganz toll und kann uns überzeugen, dass 2020 eben eins von diesen Jahren war, an denen man denkt, okay, das haben wir jetzt abgehakt. Und was wäre besser, als mich zurückzumelden und zu sagen, ich habe ein wahnsinnig tolles Buch mir selbst geschenkt, kurz vor Weihnachten. Ja. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Von Torben Kuhlmann, Einstein. Es geht um Albert Einstein in dem Sinne. In dem Sinne, in dem Fall. Relativ offensichtlich. Und um eine kleine Maus. Wir erfahren den Namen der Maus leider nicht, aber sie ist Hauptprotagonist in diesem Buch. Es dreht sich aber alles um die Entdeckungen von Einstein und um seine Theorien. Reali. Reali. Genau, natürlich. Die Realität. Nein. Es dreht sich natürlich um die Relativitätstheorie. Und die Erforschung der Zeit. Und ich finde, es ist eine herrliche Geschichte gemacht. Torben Kuhlmann hat schon andere Bücher auch herausgebracht im gleichen Stil, also großformatig mit Illustrationen, die, wie ich finde, wahnsinnig toll sind, sehr stimmungsvoll, sehr detailreich. Diese Maus ist einfach zum Knutschen und zum Verlieben. Und ich kann euch auch dieses Buch nur empfehlen. Die anderen kenne ich noch nicht, ich werde sie jetzt aber, glaube ich, entdecken. Denn ich interessiere mich jetzt dafür und habe gemerkt, so. Das hier ist zwar ein Stück weit fiktiv und nicht nur die reine Geschichte von Albert Einstein, aber ich fand es trotzdem richtig, richtig toll. Wie gesagt, mein letztes Buch 2020. Ich werde noch ein Video drehen, in dem ich euch erzähle, was ich denn generell so gelesen habe 2020, denn das ist ziemlich untergegangen, das weiß ich auch, aber es waren in Summe nicht so viele Bücher. Seht ihr das alles in meinem Statistikvideo? Und dann kommen wir noch zu einem Buch, das ich gerade lese. Und zwar von Maya Göpel. Unsere Welt neu denken. Eine Einladung. Ich wurde sehr überrascht davon, denn eine Patientin hat das mitgebracht und wollte es mir schenken. In dem Fall war es aber so, dass ich an dem Tag nicht da war. Und dann hat sie gesagt, na gut, dann schenke ich es eben Ihnen, zu einer Kollegin von mir. Und die wiederum hat dann gemeint, so, sie weiß nicht so genau, ob das gut ist, aber vielleicht magst du es zuerst lesen. Und deswegen habe ich es jetzt in den Händen. Das heißt, diese Patientin hat das kurz vor Weihnachten mitgebracht. Ich habe es dann an Weihnachten. Nein, ich glaube erst danach. An Silvester habe ich es mitgenommen. Genau. An Silvester habe ich es mir dann mitgenommen aus der Arbeit und habe es angefangen zu lesen. Ich bin leider noch nicht durch, aber es liest sich eigentlich sehr schnell. Die Hälfte ist geschafft. Und ich freue mich riesig darüber, denn es ist ein sehr faszinierendes, sehr beeindruckendes Buch. Ganz tolle Ideen, die da drin sind. Und man merkt mit der Zeit so immer wieder, das sind nicht nur Ideen, das ist nicht fiktiv. Das ist irgendwie Realität. Und ich bin sehr gespannt, was ich noch dazu sagen kann und wo es mich noch hintreibt. Es fesselt mich auf jeden Fall sehr. Und damit war es das schon für dieses Video. Ich hänge hinten dran noch ein paar ganz nette Aufnahmen, die ich schon im November gemacht habe, die ihr aber hier noch nicht gesehen habt. Denn ich darf euch zwei ganz liebe kleine Seelen in Form von zwei Katzen vorstellen. Und ja, die haben sich in dem vergangenen Jahr, 2020, in mein Herz geschlichen. Eigentlich sind sie da reingepoltert. Geschlichen ist das falsche Wort dafür. Und ja, die darf ich euch vorstellen. Toulouse und Marie. Ich liebe sie einfach so sehr. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei euch schon wieder verabschieden. Für heute zumindest. Und zwar mit dem T-Shirt-Spruch, der einfach der beste ist, den man nur kriegen kann. Mach jeden Moment zu deinem oder zu einem Lieblingsmoment. Das ist ein Shirt, ich darf mal eben Schleichwerbung machen für Adriana Popescu. Ich liebe sie über alles und deswegen dieses Motto nehmen wir uns doch einfach mal zu Herzen für das aktuelle Jahr 2021. Ich freue mich auf eine tolle Zeit mit euch. Ich werde versuchen,
möglichst wöchentlich ein Video hochzuladen. Aber das kann ich noch nicht versprechen und werde ich auch nicht. Ihr kennt mich. Im Notfall gibt es eben zwischendurch mal drei. So, das wäre es dann von meiner Seite. Wie gesagt, ein paar folgende Videos kommen noch. Die sind aus dem vergangenen Jahr und die sind zum Teil über ein halbes Jahr alt. Aber ich habe trotzdem den Drang und den Wunsch, sie hochzuladen, weil sie für mich wichtig sind. Vielleicht auch für den einen oder anderen von euch. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine tolle Lesezeit, einen tollen Start in 2021 und ja, wir sehen uns bald wieder. Lest viele Bücher. Tschüss!